Jo, hallo miteinander. Hier ist der Stefan von Stefan Live. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Das ist jetzt am Tag am 28.08.2020. Wurde das jetzt hier gerade aufgenommen. Ein Tag vor Berlin. Wir fahren nach Berlin. Jo, dann noch eins vorab, dass ich es nicht vergesse. Bitte dort meinen Kanal auf YouTube abonnieren, Stefan Live, damit ich auch, ich sag's mal, live vor Ort mal berichten kann mit einem Livestream. Und da ja die meisten wissen, man braucht da mindestens 1000 Abos. Wäre natürlich toll, wenn recht viel mein Kanal abonniert wird. Also vergesst nicht. Dann auch mal Likes drunter zum Ton oder wie auch immer. Bin außerdem auch drauf auf dem Telegram. Man findet mich am besten unter Stefan-Live. Jo, gut. Jetzt komme ich eigentlich zu dem Thema, warum ich heute das Video hier aufnehme. Wie ihr wisst, werden kritische Journalisten und die Berichterstattung von alternativen Medien massiv momentan zensiert. Momentan werden zum Beispiel die YouTube-Kanäle von YouTubern die Livestream-Möglichkeiten entzogen. Das ist jetzt zum Beispiel ganz aktuell beim Alles außer Mainstream vom Bodo Schiffmann passiert oder kurz davor vom Activist Man. Und es sind noch viele andere mehr, wo da praktisch auch das Problem ist, dass sie öfters ja, zensiert worden sind und dadurch natürlich nicht berichten mehr können. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man auch, ich sag's mal, alternativ auch noch Leute hat, die wo dann natürlich auch dann fort live das dokumentieren bzw. live übertragen können. Gut, jetzt, und zwar von den Qualitätsmedien wird ja massiv Fake-Nachrichten verbreitet. Und durch weitere Maßnahmen werden versucht, auf allen Ebenen die Demonstrationen jetzt am 29.08.2020 zum Beispiel von Querdenken zu behindern. Dadurch versucht man das Aufdecken von Zielen, zum Beispiel von Bill Gates, zu verheimlichen. Hierzu habe ich ein Video, das zum Beispiel der Sinn und Zweck eigentlich von der Corona-RNA-Impfung detailliert beschreibt. Das kommt jetzt im Anhang. One final way that's new and is promising is called the RNA vaccine. With RNA and DNA, instead of putting that shape in, you put instructions in the code to make that shape. You put instructions in the code to make that shape. Everything that I'm about to mention is currently being developed by Bill Gates, often in partnership with the CV19 playbook, MIT, all of which is backed by the United Nations and the Rockefeller Foundation. Due to ongoing mutations with CV19, the CV vaccine currently being developed will alter our DNA through an actual synthesizing of our individual genetic code using mRNA and CRISPR technology, which acts as scissors by cutting DNA at a designated spot and removing or inserting a new sequence with an artificial code to make sure every man, woman, and child complies with the One World Order's mandatory implementations. Gates and MIT are currently developing the human implantable quantum dot microneedle vaccination delivery system. It's a tattoo for the hand, which will include our identification mark and vaccination records. It needs an enzyme called luciferase in order to make it work. The transhumanist agent on every person's hand will glow with the bioluminescence of the light bearer, a chip you cannot remove with a knife.
This tracking system will alter your DNA, and it's permanent. 33rd degree Freemason and occultist Manly P. Hall once wrote, quote, "The seething energies of Lucifer are in his hands." So this is urgent, and it's going to require incredible collaboration. It's going to have to go to 7 billion people. Gut, die Politik geht hier massiv gegen die Grundrechte der deutschen Bevölkerung vor. Man versucht natürlich, das zu produzieren und das zu, sag's mal, Manager, dass die gewissen Agendas, wo eigentlich allgemein nur unter zum Beispiel unter die öffentlich-rechtlichen, unter deine alternativen Medien mitbekommt, was natürlich in öffentlich-rechtlichen sehr stark verschwiegen wird. Jo, und wie man auch das natürlich versucht auszuhebeln oder zu verschweigen, dass da nichts berichtet werden kann oder wie auch immer, dazu sieht man zum Beispiel die Maßnahmen von Herrn Gaeser, dass man versucht, die Demos praktisch zu verbieten durch fadenscheinige Argumente und dergleichen. Und ja, jetzt kommt als nächstes jetzt hier das Video von Gaeser. Die Berliner Polizei wird am Wochenende mit mehreren tausend Beamtinnen und Beamten in der Stadt sein, auch unterstützt von Bereitschaftspolizistinnen und Polizisten aus anderen Bundesländern und auch vom Bund, um dieses Verbot entsprechend durchzusetzen. Ja, ich denke, dass wir damit zu rechnen haben. Jedenfalls ist es angekündigt, dass das juristisch angegriffen wird. Das ist auch normal. Wir sind ein freies Land und die Entscheidung der Versammlungsbehörde bedeutet ja eine Einschränkung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zugunsten eines anderen Grundrechts. Und das muss von Gerichten sicherlich abgewogen werden und wir werden das auch bis in die letzte Instanz durchfechten. Berlin kann nicht zum Ort von solchen Corona-Leugner-Demonstrationen werden. Meinungsfreiheit ist ja nicht eingeschränkt. Meinungsfreiheit ist klar. Und die Meinung der potenziellen Demonstrantinnen und Demonstranten ist uns ja bekannt, ist auch der Öffentlichkeit bekannt. Wie ja die Teilnehmerschaft auch sehr heterogen ist, sind ja ganz klare narzisstische Organisationen, die dort aufrufen, bundesweit. Und deshalb, meine Damen und Herren, es geht am Wochenende eigentlich nicht darum, gegen Corona zu demonstrieren, sondern das ist eine Demonstration gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung geplant. Es geht nicht darum, die Regierung für Entscheidungen zu kritisieren. Die Regierung kann für Entscheidungen kritisiert werden. Wir sind auch nur Menschen, ganz selbstverständlich. Aber es geht ganz klar darum, unsere Demokratie in Frage zu stellen, die Art des Lebens, des Miteinanderlebens in Deutschland in Frage zu stellen, unsere Freiheit in Frage zu stellen. Und das muss jeder wissen, der sich am Sonntag trotz des Verbots auf die Straße begibt. Was natürlich auch seltsam ist, die Polizisten vor Ort, die wissen also nichts von einem Verbot. Es wird alles soweit vorbereitet durch Maßnahmen, durch Abschränkungen und alles. Also alles gar kein Problem. Also die wissen gar nichts davon. Und was ich jetzt gerade eben kurz vorher, ein paar Minuten vorher noch, bevor ich das in den Stream hier aufnehme, erfahren habe, dass das Landesgericht oder Oberlandesgericht das jetzt freigegeben hat, dass man also nicht einfach die Demonstration verbieten kann. Also da schon mal besten Dank an die Richter, dass sie auch richtig dann so, also wie es auch zum Wohle des Volkes in Anführungszeichen stattfinden kann. Jo, da viele Leute von nah und fern nach Berlin kommen, was gestern zum Beispiel bekannt wurde, dass zum Beispiel der Robert Kennedy Jr. ebenfalls in diesem Wochenende in Berlin ist. Und es kann natürlich auch sein, dass der Mann bei der Demo ja kurz mal da ist, beziehungsweise einen Gastbeitrag hält oder sonst was. Lassen wir uns mal überraschen.
ist natürlich auch, dass da natürlich nichts vor promotet wurde oder sonst was, genau, ist ganz klar, was da oder wie viel Uhr oder was da eventuell stattfinden sollte, ist natürlich ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil man sieht es ja auch, man hat es ja mitbekommen in der Familie von John F. Kennedy ist ja damals ermordet worden und da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, ist natürlich ganz klar. Ja, und dadurch, dass jetzt natürlich durch das Mega-Ereignis, weil viele, viele Leute von nah und fern kommen, vom Ausland, Übersee und so weiter, ist natürlich eine sehr hohe Medienpräsenz. Sehr viele Augen schauen natürlich auf Deutschland, was hier geschieht. Und ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ob endlich die Regierung zurücktritt oder was sie sich versucht, Seltsames einfallen zu lassen. Wäre natürlich komisch, wenn zufällig, so wie es zum Beispiel in Beirut, in Libanon passiert ist, am 4. August zu einer riesengroßen Explosion kommen würde in Berlin. Wurde natürlich dann schon irgendwo ein bisschen, ja, sagen wir es mal so rum, ein fader Nachgeschmack und dann wisst eigentlich in der ganzen Welt, was wirklich hier mit Deutschland passiert, was da los ist. Also ich gehe mal davon aus, dass alles friedlich verläuft und ich hoffe es, dass die Regierung abtritt. Schauen wir mal, ja, wie es aussieht. Ja, und dann zur Überschrift zum Kommen. Ja, die Frau Merkel, Moment mal geschwind, Flucht von Frau Merkel behindert oder verhindert, habe ich eine Mitteilung bekommen. Allerdings ist die noch unbestätigte Informationen, wo ich erfahren habe, von anderer Seite. Kann natürlich auch, ich sag's mal, ein Fake sein, ich weiß es nicht. Dass der Flieger der, von Frau Merkel, der, wo sie ins Exil fliegen sollte oder fliegt dann nach Paraguay, funktionsuntüchtig gemacht worden ist. Also damit praktisch die Flucht aus Deutschland verhindert wurde. Es soll angeblich Kerosin mit Wasser ausgetauscht worden sein. Ich finde es natürlich wirklich, wie kreativ man sein kann, ohne dass man Menschen in Gefahr bringt, finde ich eine tolle Sache. wenn das wirklich der Fall sein sollte, finde ich das wirklich ja, sehr amüsant und groß nachzudenken. Ja, und vor allem, was ich auch mich bedanken möchte bei der Polizei, ich möchte mich auch schon mal im Voraus bedanken, weil die Polizei auf uns aufpasst, dass auf den Demos uns nichts passiert. Und ich hoffe und ich denke mal, dass am 29.8. sehr viele Polizisten von ihrer Remonstrationspflicht, also nicht Recht, sondern Pflicht, die haben sogar eine Pflicht, an diesem Tag umsetzen. Und das finde ich natürlich ganz, ganz toll, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wie gesagt, wir sind auch für die Polizisten da. Wir wollen auch für die Polizisten, dass sie in ihre Kinder nicht gechippt werden, dass man nicht genmanipuliert wird oder die Kinder auch von allen, was da im Hintergrund gerade läuft. Ja, das ist nur krank. Und wie gesagt, man kann ja die Sachen alles nachlesen, zum Beispiel auf der Homepage vom Bill und Melinda Gates Stiftung und so weiter. Also es sind ja keine verheimlichten Sachen. Man muss nur lesen, recherchieren, nichts glauben, einfach nachschauen, ob es wirklich stimmt. Und wie gesagt, einfach die Mainstream-Medien, die sollen mal die Wahrheit berichten und nicht, was von der Politik vorgegeben ist, weil das ist, was seit den letzten Jahren hier abgeht, das ist nur Propaganda-Kanal von der Politik, was da die Öffentlich-Rechtlichen praktisch umsetzen. Dafür müssen wir auch noch Geld zahlen. Sorry, also das geht nicht. Gut. Und jetzt möchte ich dann noch beenden. Ich bedanke mich allen, die wo hier kommen nach Berlin.
und das Video verbreiten. Wie gesagt, das kann jeder verbreiten, kein Problem. Angabe der Quelle hinzufügen, gut. Wie gesagt, das mache ich genauso mit anderen. Wir sind eins, wir halten zusammen und wir müssen vor eins da sein für die Menschheit. Und das Motto heißt Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Vielen Dank, euer Stefan.